selbst in die Hand zu nehmen. Du kannst durchaus selbst beurteilen, ob dir ein bestimmtes Vorgehen geholfen hat oder nicht. Inzwischen hält auch in Deutschland der Begriff der toxischen Beziehungen vermehrt Einzug. Genau, und ich denke, unser YouTube-Kanal hatte auch ganz ordentliche Teil zu beigetragen, würde ich mal sagen. So, Tests des Universums. Wer ist denn schon mal vom Universum getestet worden? Nochmal. Ja, okay, kennt ihr auch. Sehr gut. Ja. Ja, okay. Ja, irgendwie das Universum ist manchmal echt böse und gemein, ja. In meiner Zeit der Umprogrammierung des Liebeschips gab es diverse Tests. Diese Tests erleben praktisch alle meine Klienten und Klientinnen, beziehungsweise ich lese häufig davon in den Mails. Du hast dich mühsam aus einer toxischen Beziehung herausgearbeitet und denkst vielleicht, ja, das war es jetzt, ich habe alles verstanden. Aber tatsächlich serviert einem das Universum weitere Gelegenheiten, das Gelernte umzusetzen und zu vertiefen. Sind es wirklich Tests vom Universum? Manche nennen es Schicksal, höhere Macht oder Gott, ich weiß es nicht. Eine andere Erklärung für diese Tests könnte sein, dass du deine Anziehungspunkte einfach noch nicht genug verändert hast und weiter ähnliche Typen Menschen anziehst. Was ist mit diesen Anziehungspunkten gemeint? Nehmen wir ein Beispiel. Nehmen wir mal an, du hast ausgeprägte Glaubenssätze in der Art, dass du dich nicht gut genug bist und dich wirklich liebenswert fühlst. Dann neigst du automatisch dazu, Menschen anzuziehen, die dir genau diese Erfahrung widerspiegeln. Diese Zusammenhänge kannst du vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt verstanden haben. Das heißt aber noch lange nicht, dass du diese Muster schon wirklich aufgelöst hast. Leider sind Glaubenssätze häufig recht unbewusst. Und somit ziehst du unbemerkt weitere ähnliche Partner an, hast aber jetzt die Chance, das abzulehnen und dadurch positiv auf deine Glaubenssätze einzuwirken. Eine dritte Möglichkeit wäre, dass du einfach noch zu viele prägende Erlebnisse aus deiner Biografie abzuarbeiten hast. Aber erst eins nach dem anderen. Aber letztlich läuft alles auf das Gleiche hinaus. Haben wir unsere Lektion wirklich verstanden? Während ich das schreibe, merke ich, wie mein eigener Frust über solche Erfahrungen fast verflogen ist. Ich weiß, dass auf der Seelenebene all diese Frauen und auch in Freundschaften ähnlich verhaltene Männer hilfreich für meine Entwicklung waren. Viele Erfahrungen fühlen sich letztlich gar nicht so schlimm an. Sie haben nur immer neue Aspekte aufgezeigt. Ja, tatsächlich, da würde ich, wann habe ich das Buch geschrieben? Vor anderthalb Jahren so. Also da würde ich tatsächlich sagen, dass noch viel Wut hochgekommen bei mir. Also habe ich auch gemerkt, das kann man schon ganz schön abfacken, ne? Wenn man immer wieder, Freundschaften das Gefühl hat, es ist einseitig und wieder einseitig. Und naja, wäre aber auch immer so richtig wütend irgendwie. Kennt ihr auch, ne? Ja, alles klar. Ich will diese teilweise sehr kurzen Interaktionen und Zwischenstationen gar nicht alle aufzählen. Sie spiegeln sich sicherlich gut in dem wider, was ich von Zuschauern auf meinem YouTube-Kanal vorlese. Man könnte zusammenfassen, dass es viele Spielchen waren oder unklare Situationen, die nicht bedeuten sollen, dass die Personen nur rumgespielt und sie die nicht ernst gemeint haben. Einige Beispiele sollen genügen. Online-Dating. Ich lerne eine Frau kennen über mehrere Dates hinweg. Auch auf meiner Seite ist echtes Interesse. Nach diesen Dates ist die Frau sehr interessiert, allerdings an einer reinen Freundschaft. Ich finde sie echt nett, doch mein Standard ist halt, dass ich als Single mit niemandem befreundet sein möchte, mit dem ich mir mehr vorstellen kann. Ich lehne also die Freundschaft ab. Schon allein deshalb nicht, weil mir später nicht Storys anhören möchte, wie sie jemand anders kennenlernt. Sie ist darüber unfassbar enttäuscht und gekränkt, sodass sie mich beschimpft und ich sofort geblockt werde. Also das war wirklich... Boah, das werde ich nie vergessen, weiß ich noch. Wir hatten echt ein paar schöne Dates und dann sagt sie, ja, lass uns Freunde bleiben. Dann habe ich gesagt, nee, du, habe ich keinen Bock drauf. Nein, du bist so gemein, wie kannst du denn meine Freundschaft abziehen? Dann habe ich gesagt, boah, Freunde habe ich genug, brauche ich nicht. Und dann, ach, du bist so fies. Naja. Online-Dating. Alle Varianten von Unpünktlichkeiten, Spielchen, kleinen Lügen und unklarem Verhalten bis hin zu nicht eindeutig interessiert sein oder heißgehalten Verhalten habe ich erlebt. Es lohnt sich gar nicht, Näheres aufzuzählen, denn jeder kennt diese Geschichten. Das Frustrierende ist, dass du oft gar nicht merkst, wenn jemand Spielchen mit dir spielt. Und umgekehrt, man glaubt sich häufig selber die Dinge, die man sagt. Im echten Leben.
Die Dates werden abgesagt und unter vielmaligen Entschuldigungen wieder angesetzt und anschließend wieder abgesagt. Auch das finde ich eine der frustrierendsten Erfahrungen. Letzten Endes kennst du ja dein Gegenüber nicht und weißt nicht wirklich, was da alles im Kopf und Leben los ist. Nächstes Beispiel. Kennenlernen mit Körperkontakt, kuscheln, also jetzt wirklich kuscheln. Aber es geht nicht weiter, beziehungsweise es gibt kein klares Beziehungsangebot. Auch das wirkt völlig irritierend. Oder unklare Situation mit einem Ex, der plötzlich aus dem Nichts wieder aufgetaucht ist. Ja, das finde ich auch mal so, wenn man dann sagt, ja, wir sind 3 Jahre getrennt und plötzlich steht da, weiß ich, einer vor der Tür oder an der Straße und hallo und boah, ja. Du selbst hast vielleicht schon eine neue Beziehung. Ja, das kennen alle Zuschauerinnen und Freunde meines Kanals. Aber bitte jetzt keine Dreiecksbeziehung. Wie so viele Menschen noch ihrem Ex im Leben rumspielen lassen, habe ich bisher nicht wirklich verstanden. Weiter im echten Leben. Flirten und fragwürdige Kommunikation mit anderen Männern. Ja, da fällt mir spontan eine Situation ein mit einer Frau, mit der ich einer übervollen Bar hockte. Ich hatte sie im Arm und es war schön. Sie hat wirklich mit jedem Mann, der vorbeikam, ein Gespräch angefangen. Das war echt. Ich regte das unheimlich auf. Sie fand es total normal. Aber natürlich, ja, bist du einfach ein bisschen so eifersüchtig. Kann man mal reden hier mit jedem? Leider hat es mich damals noch zu sehr geärgert, als dass ich einfach kühl reagieren und meine Schlüsse draus ziehen konnte. So, Empathielosigkeit beim Daten oder von Anfang an zu viel Kritik. Gut, das ist leicht festzustellen. Zum Beispiel, wenn jemand einen echt miesen Witz auf seine Kosten zum Besten gibt, vor allen Dingen über Punkte, in denen deine Schwächen liegen. Du willst es in einer Situation einfach nicht glauben, dass das gerade passiert ist. Dazu muss man sagen, dass ich schon stark geschaut habe, mit wem ich mich überhaupt treffen will. Das soll heißen, die gelernte Lektion für mich war einfach, dass man Menschen mit bestimmten Themen weiterhin anzieht, wohl wenn man selber noch nicht hundertprozentig klar ist. Und dass man diese Themen einfach nicht entkommen kann. Ja, das ist so diese Idee, dass eigentlich jedes Date und jede Beziehung immer so die richtige ist für uns. So. Im Prinzip muss man Schritt für Schritt beackern und dann triffst du auch Schritt für Schritt andere Dates. Die obige Aufzählung soll nicht andeuten, dass ich immer alles richtig gemacht habe. Inzwischen kann ich Datingprozesse recht radikal abbrechen. Das gefällt auch nicht jedem. Aber ich bin bestimmt nicht perfekt. In letzter Konsequenz passt man halt nicht zusammen. Und je früher du das erkennst, umso besser. Ja, die Dates, die man dann hatte, oder die haben auch oft eine ganz andere Geschichte. Ne? Die sagen vielleicht, ja, du warst so komisch, aber muss man einfach sagen, hat es halt nicht gepasst. Ne? Es gibt halt mal zwei Wahrheiten und muss jetzt auch nicht immer eine stimmen dann so. Und naja. Dazwischen erfuhr ich selbstverständlich total schöne Kennenlernsituationen, die aus anderen Gründen nicht geklappt haben. Unterschiedlicher Lifestyle, räumliche Entfernung. Manchmal weiß man auch selber nicht so richtig, warum es nicht funktioniert. Summa summarum war das eine verrückt schöne Zeit. Wenn man es versucht, positiv zu sehen, ja. Dennoch, irgendwann fühlte ich mich, ehrlich gesagt, gefrustet und habe mich selbst in Frage gestellt. Sind meine Ansprüche zu hoch? Bin ich vielleicht doch zu kompliziert? Soll ich womöglich Menschen daten, die ich nicht richtig attraktiv finde? Nur weil sie erstmal nett sind. Ja, klappt natürlich. Hat das schon mal jemand probiert? Das klappt überhaupt nicht, ne? Alles klar. Die Antwort ist, das habe ich damals nicht so gesehen, dass ich mich selbst noch nicht genug angenommen hatte. Dass ich mich selbst zu kritisch betrachtete und sprechend von außen reflektiert bekam. Außerdem hatte ich Dating für mich eine zu hohe Priorität. Ich konnte das vor allem daran merken, dass ich eine Datingpause von einigen Monaten einlegte und plötzlich genau in diesem Moment Frauen vermehrt auf mich zukamen. Ja genau, das weiß ich auch noch da. Ich hatte da auch so eine Art, wo ich eine Frau, die ich dachte, die will mit mir befreundet sein. Und da hatte ich gerade diese Datingpause eingelegt und da waren wir mal wieder am Bier trinken und dann sagte sie so, ja, heute Abend darfst du mich mit nach Hause nehmen. Und ich, nee, jetzt habe ich gerade Datingpause. So, ne? Und dann, ja, hab sie dann nie wieder gesehen. ja. Diese Reaktion zeigte mir, dass ich mich offensichtlich zu needy verhielt. Beziehung und Nähe zu sehr wollte, zu sehr im Außen suchte, obwohl diese Begriffe doch eher in meinem Inneren zu bearbeiten waren. Außerdem stellte ich fest, dass das mit der Attraktivität Quatsch ist. Also dieser Gedanke, dass aus der eigenen Sicht schöne Menschen per se toxisch oder egozentrischer sind. Ich traf auch Leute, die überhaupt nicht attraktiv waren,
und sich wie die Axt im Walde benommen haben, wie man in Westfalen sagt. Und es gibt kaum zu glauben Menschen, die attraktiv und nett sind und ja, eben nicht toxisch. Aber mal ehrlich, Dating heutzutage ist manchmal ein Irrsinn, oder? So.